Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons, Tag 7? Eine Woche? Nee. Oder? Wann habe ich denn das Spiel bekommen? Freitag, oder? Ja, dann haut's hin. Ja, Tag 7. Heute hat er leider Dingsi-Bumsi zu. Und er erzählt uns trotzdem was. Okay, sehr gut. Hallo miteinander, hier spricht Tumnuk. Es ist Donnerstag, der 26. März 2020, 8.13 Uhr. Wie ich schon gestern erwähnt habe, ist das Service Center heute wegen Umbauarbeiten geschlossen. Das bedeutet die eine oder andere Unannehmlichkeit, aber es wird sich lohnen, nur ein bisschen Geduld. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, habe ich mit dem Service Center Bau alle Tatzen voll zu tun. Und damit mache ich mich auch gleich wieder an die Arbeit. Euch allen einen schönen Tag. Okay. Gestern habe ich nicht mal weitergespielt. Muss ich mal eben erwähnen. Ich hatte keine Zeit. Ja. Musste noch viel für die Uni tun und so. Musste auch noch einen Vortrag, den ich dann per Podcast dann, ne, machen muss. Ach, wir müssen heute wieder Blumen gießen. Ja, wie immer, ne. Wir gucken aber erstmal bei Neppe und Schlepp vorbei. Oh, hier haben wir den Geldbaum. Okay, dann machen wir erst den Geldbaum, bevor ich den vergesse. Und tapp. Morgen hat endlich dieses Server-Center da auf. Da freue ich mich drauf. 10.000 bitte. Und du kannst in den Geldbeutel. Und dich vergrabe ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Pflanzen habt ihr schon. Da! Das scheint aber eine rote zu werden, oder? Sieht danach aus. Egal. Es klappt auf jeden Fall. Birnenbaum ist auch gewachsen. Sehr schön. Sehr schön. Was wollt ihr heute haben? Markierchen oder so? Bauklotzstuhl. Alter, die wollen immer nur diese Rezepte da kaufen. Mann, früher konnte ich da schöne, hier, Kirschen für den doppelten Preis und sowas kaufen. Was, etwas fürs Badezimmer. Achso, ich habe gar nichts zum Verkaufen. Oh. Oh, das kaufe ich mir aber hier. Ein Waschbecken. Perfekt, nehme ich. Super. Und das Doppelbett, das nehme ich natürlich auch. 5000, Schnäppchen. Schnäppchen. Ja, Schnäppchen. Was ist das? Ein Nähkästchen? Oh, das brauche ich auch, Leute. Das brauche ich auch. Und ein Kofferplattenspieler. Nehme ich, will ich. Super. So, was haben wir hier denn? Wir haben hier... das hier ist wichtig. Oh, blau. Blaue Fliesenwand. Braun, okay. Muss sagen, Wellenbrechwand. Boah, haut mich jetzt leider nicht so vom Hocker, aber blau war schon schön. Die Farbe ist allgemein sehr schön, die Wand ist nicht so schön. Danke, Nepp und Schlepp. So, wir gucken mal, ob die neue Bewohnerin zu Hause ist. Das heißt, ich konnte auch gestern nicht Jessies Haus anschauen. Ist sie denn da? Oh, sieht schlecht aus. Ich glaube, die ist unterwegs. Kommt die eigentlich von hier oben runter? Nee, da ist sie. Da ist sie. Die kommt nicht runter. Oh, wie läuft es bei dir? Erzähl mir was. Ich versuche eine gute Zuhörerin zu sein. Also komm ruhig zu mir, wenn dich mal etwas beruhigt. Okay. Anne. Schön. Ich gehe mal hier weiter runter. Und gucke, ob Jessie zu Hause ist. Guck mal kurz hoch. Ja, sie ist zu Hause. Sieht sehr schön aus eigentlich. Oh, die hat einen neueren Staubsauger als ich. Mann, jetzt bin ich neidisch. Kann man hier eigentlich hoch?
Oh, mein Bettpult ist so flach. Das glaubst du gar nicht, Fieb. Darauf kann man richtig gut schreiben und Bälle drauflegen, die dann nicht gleich runterrollen. Oh, wie kann ich dir helfen, Fieb? Uhu, Moritz, sag mal, was ist denn dein Lieblingsgetränk von Chihiro? Was? Hör zu. War ja Logo, dass du das weißt. Du und Chihiro, ihr passt zusammen wie Shopping und Meile. Ja, okay. Du hast auf jeden Fall ein schönes Haus. Das kann ich dir nicht abschlagen. Die Tapete finde ich nicht so schön, aber du bist halt ein Mädchen, ne, Jessie? So. Gehen wir hier mal gucken, ob hier irgendwo... Oh, Kokosnüsse. Die nehme ich mit. Kommt her, Kokosnüsse. Ich freue mich schon auf morgen. Ich bin gespannt, was ich ab morgen alles Schönes machen kann. Hm, hier haben wir noch ein Fossil. Das ist, glaube ich, das erste Fossil heute. Und bald haben wir ja schon April, ne? Ja, ich wollte meinen Sprungstab. Und hopp. Ach ja, Gießen. Oh, Gießen. Oh, Gießen ist immer so nervig. Aber okay. Aber es muss gemacht werden, Leute. Es muss gemacht werden. Sonst sterben die Blumen. Und mein schönes gezüchtetes Zeug hier. Auch wenn ich es nicht gutheißen kann, dass rechts eine rote hinkommt. Weil die wollte ich nicht. Ich wollte keine rote haben. Ah. So, euch auch noch. Die Bären nehme ich auch mit. So. Kommt her, ihr Bärnies. Super. Ah ja, bestimmt, wir wollten den Schatten... Oh, hier haben wir auch noch. Oh, perfekt. Der Bambus verbreitet sich jetzt allmählich. Sehr gut. Nehme ich mal mit. Ist der linke Bambus fertig? Ist er fertig? Ich weiß es nicht. Sollen wir es ausprobieren? Ich probiere es aus. Ja, ist fertig. Wie viel kriegen wir denn da raus? 3, okay. 1, 2, 3. Kriege ich aus denen hier auch schon was raus? Nee. Okay. Okay, so, dann können wir auf jeden Fall hier noch einen Bambus hier vergraben. Hier, Bambussprosse pflanzen. Oh, das ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Hier so. Peng. So, was haben wir denn hier? Ein Radiorekorder platzieren, zeig mal. Okay, wir können jetzt hier auch Radio hören. Sehr schön. Wir können hier wieder Nookmeilen abholen. Ich sammle gerade 6000, weil ich glaube, dieses Wege-Tool, das kostet so viel. Ich glaube, das kostet so viel. Wir können auch gleich mal gucken, ob wir nach dem Einkauf genug Geld haben, um unser Haus abzubezahlen, was wir erst morgen machen können. Aber trotzdem. Das können wir gleich auf jeden Fall nachschauen. Hier sind noch Blumen. Die haben sich auch fortgepflanzt. Finde ich sehr, sehr schön, dass sie das so machen, wie ich möchte. Aber Gelb und Gelb ergibt leider Gelb. Das weiß ich. Und ihr, habt ihr euch schon vorgepflanzt? Nee, ne? Ihr seid ein bisschen schwerer. Ihr könnt das nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. Ich habe mir doch irgendeinen Trailer jetzt angeschaut. Ach so, von Sword Art Online, der neuen Staffel, stimmt. Aber ich glaube, so viele Anime-Fans sind hier gar nicht. Wir könnten vielleicht auch den Geldbaum irgendwie suchen. Nicht Geldbaum, sondern... hier, wie heißt es, den Geldfelsen? Denn Geld ist Geld und Geld macht einen glücklich. Also mich würde Geld glücklich machen, Leute. Ich weiß, man kann Glück nicht kaufen, aber es würde mich trotzdem glücklich machen, Geld zu haben. Danke. Und endlich mal das kaufen, was ich auch will. Oh, da ist das Rezept.
So, was haben wir heute drin? Wieder was mit Bambus? Anemonenventilator. Oh! Endlich mal irgendwas mit, mehr Dings hier, weil ich hätte gern mehr Raum. Also so ein Mehrraum. Wir gucken uns den mal direkt an. Oh, sehr schön. Rote Anemone. Ach, ich dachte, das wäre eine Unterwasserpflanze. Ja, gut. Hat sich das auf jeden Fall erledigt. So, wie sieht's hier aus? Okay, die Äpfel sind auch gewachsen. Die nehme ich auch noch mit. Hallo Koala-Schirn. Oskar, ich habe deinen Namen nicht vergessen. Musste nur kurz überlegen. Nee, nee, stimmt so. Ich dachte, ich hätte den Baum hier falsch angepflanzt. Aber nee, habe ich extra gemacht, um dieses Haus hier zu verstecken, weil vorher war es ja noch ein Zelt. Ich wusste nicht, dass die auch ein Haus machen. Gießkanne. So, bitteschön. Freut euch. Die hinteren habe ich natürlich nicht getroffen. Schade. Dann hier eine Schaufel. Und zack. Tada! Ein Fossil ausgegraben. So, dann gehen wir hier mal kurz gucken. Machen hier wieder meine Löcher hin. Oh, ist nicht der Geldstein? Schade. Oh, aber Golderz. Aber Golderz. Wie viel Platz habe ich noch? Sieht knapp aus. Mit dem Platz. Lehm kann ich, glaube ich, nicht mehr mitnehmen, ne? Lehm haben. Oh, doch, Lehm haben wir auch im Inventar. Okay. Die Blumen da hinten, die gieße ich gleich. Ich wollte noch eben den Geldstein hier unten holen. Oh, ich glaube, das ist sogar der Geldstein. Ach man, wieso mache ich immer das Loch dahin? Das bringt doch nichts. Das bringt nichts. Wir brauchen nur die zwei. Ja, Geld ist hier. Geld ist hier. Komm, give me. Give me money. Give me money. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und mein Magen knurrt. So. Ach, nachdem gestern der Part zu Ende war, konnte ich auch meinen Tee endlich trinken. Die Bäume sind noch nicht fertig, ne? Nee, nicht ganz. Und ich muss niesen. Oder muss ich? Ja, ich muss. Nee, ich muss nicht. Ich muss nicht. Oh, dieses Gefühl immer. Schrecklich. Gießen, Gießkanne. Ja, ich freue mich schon auf morgen. Morgen können wir dann auch wieder zu einer Insel gehen. Heute können wir irgendwie nichts machen. Wirklich nichts machen. Gestern konnten wir auch schon nichts machen. Aber ich denke, ab morgen. Und wenn das jetzt öfter so der Fall ist, dann sage ich einfach, ja, okay, gestern war nichts zu tun. Deswegen kommt dann auch kein Video. Ja, so könnten wir es vielleicht machen. Dann wird halt ab jetzt nicht mehr jeden Tag eins kommen, sondern nur noch so jeden zweiten oder wenn halt irgendwas passiert. Weil aktuell passiert hier recht gar nichts. Dann könnte ich den Tag auch in Fotos dann festhalten. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, weil so der Laden expandiert nicht. Wir können nichts machen. Wir können nichts gestalten. Wir könnten natürlich ein paar Fische angeln, aber ich glaube, erstmal gehe ich verkaufen. Museum können wir auch relativ wenig machen, weil wir haben schon fast alles da, was es im Frühling gibt. Ja, ist halt ein bisschen öde jetzt, momentan. Aber morgen können wir, glaube ich, wieder neue Bewohner rekrutieren. Das wäre dann ganz cool. Willkommen, Moritz. Was können wir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du denn anzubieten? Oh, ganz viel heute. Wir haben das. Bambus möchte ich ganz gern behalten. Wir haben zu viele Steine. Birne, Kokosnuss. Das kann auch alles weg. Ja, bitteschön. Ja, abgemacht. Dankeschön. Dann gehen wir heute mal wieder zum Eugen.
Und sagen dem auch mal wieder guten Tag. Bin gespannt, ob irgendwann die Schwester vom Eugen kommt oder die Frau. Ich weiß nicht mehr, wer es genau war. Und ihren Astronomieturm hier anpflanzt. Ans Gebäude dran. Huch! Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie darf ich Ihnen helfen? Fossilien analysieren. Was darf ich für Sie prüfen? Sie dürfen 5 ganze Exemplare begutachten heute. Bitte schön. Huh, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Sehr schön. Ich bin entzückt. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das dem Museum bereichern werden, damit wir hier größer und größer werden. Jede Spende, jedes Stück macht den Eugen glücklich. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas anderem helfen? Ich will etwas stiften. Fabelhaft, was gedenken Sie denn zu stiften? Oh, 3 Stück haben wir schon. Das bedeutet Money, Money, Money. Oder wir stellen es hier aus. Das können wir auch machen. Welche Freude, eine solche Spende. Wow, aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Nee, danke. Ja, einen wunderschönen Aufenthalt wünsche ich Ihnen auch, Eugen. Eugen, mein Freund. So, was haben wir denn doppelt? Wir gucken uns die mal an, was wir doppelt haben. Platzieren. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Brachiosaurusbecken. Auch sehr schön. Und hier haben wir Spinosaurus. Ach, so, der steht da noch. Der Spinosaurus Torso. Auch sehr schön. Okay. Können wir verkaufen? Da freut sich Nepp und Schlepp. Ich weiß gar nicht, ob sie sich so freuen, wenn sie alles wirklich ankaufen. Weiß ich nicht. Hallo, Nepp und Schleppi. Ich will was verkaufen. Ich habe hier ein paar Fossilien für euch. So. Hier, bitteschön. So, insgesamt 12.000 abgemacht. Sehr schön. Tschüss. Ja, Leute, ich glaube, wir haben heute alles gemacht, ne? Dann kommt morgen auf jeden Fall der nächste Part. Morgen wird wahrscheinlich wieder ein längerer Part sein. Ich werde, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mit Ines spielen. Die ist gerade online. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja. Ne? Weil wir haben jetzt gerade echt nichts zu tun. Morgen haben wir bestimmt mehr zu tun, weil dann das Rathaus endlich da ist. Deshalb, ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.